Wer nach einer neuen Variante sucht, seine Steaks zuzubereiten, der ist hier genau richtig. In diesem Video zeige ich euch eine Steakpfanne, die keine Wünsche offen lässt. Es ist alles drin, Fleisch, Gemüse und die Sättigungsbeilage und Soße natürlich auch. Schaut euch dieses Video bis zum Ende an, es gibt einiges zu beachten. Legen wir also los, ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten lasse ich hier nur durchlaufen, ihr könnt sie alle unter diesem Video nachlesen, einschließlich der Links zu meinen selbstgemachten und selbst eingekochten Zutaten. Was ziemlich spät in die Pfanne kommt, wird als erstes zubereitet, nämlich die Kartoffeln. Ich verwende prinzipiell zum Einkochen der Kartoffeln festkochende. Sie haben trotz des Einkochens noch wunderbar Biss und eignen sich hervorragend für Bratkartoffeln. Und damit sie in der Steakpfanne noch ihren Biss behalten, braten wir sie wie Bratkartoffeln an. Hierfür kommt in eine heiße Pfanne ein Esslöffel Butterschmalz. Die Kartoffeln, die ja wie Salzkartoffeln eingekocht sind, werden jetzt nochmal ein wenig zerkleinert, allerdings nicht in Scheiben geschnitten. Dann werden die Steaks in kleinfingerdicke Streifen geschnitten. Das Fleisch dann erstmal beiseite stellen, denn jetzt werden die anderen Zutaten noch geschnitten. Zunächst die Paprika erstmal waschen, dann halbieren und entkernen. Dann werden sie in Streifen geschnitten und ebenfalls erstmal beiseite gestellt. Jetzt noch die Zwiebeln schälen und ebenfalls in Streifen schneiden. Eine zweite Pfanne heiß werden lassen, Butterschmalz rein und dann die Zwiebeln als erstes darin kräftig anbraten. Dann das Fleisch dazu und ebenfalls kräftig anbraten. Das Pfeffer und Knoblauchmus würzen. Dann kommen die Paprika in die Pfanne und werden 5 Minuten lang mitgeschmort. In der Zwischenzeit können die Bohnen schon mal abtropfen. Nach und nach kommen jetzt die Kartoffeln und dann die Bohnen hinzu. Da die Bohnen ja schon vorgegart und die Bratkartoffeln fertig sind, muss beides jetzt nur noch mit erhitzt werden. Zum Schluss noch die Sahne und den Schmand einrühren, alles nochmal abschmecken und dann kann angerichtet werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir, bis hier. Tschüss, euer Kalle.